Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Ein Mann namens Otto. In diesem Film geht es um Otto Anderson, gespielt von Tom Hanks, den man zum Beispiel aus den Elvis-Filmen kennt, der ziemlich mürrisch ist, weil er hat unter anderem seine Frau verloren und mittlerweile, ja, versucht er überall nach Fehlern zu suchen oder Leute zu korrigieren, dies und das und geht den Menschen auch so ein bisschen auf die Nerven. Ja, und zum allen Überfluss geht er jetzt auch noch in Pension, was er eigentlich gar nicht will, aber ja, unter verschiedenen Umständen, die da passieren, es für ihn dann doch mehr oder weniger das Beste ist. Ja, und er versucht in der Nachbarschaft auch immer so ein bisschen Ordnung zu halten, guckt, dass alle Leute zum Beispiel Parktickets richtig angebracht haben an den Autos und so. Aber keiner von den Nachbarn hasst ihn so wirklich, bis auf ein oder zwei. Aber jeder kommt mit ihm trotzdem ganz gut zurecht. Ja, und zu allen weiteren Überfluss, obwohl er eigentlich doch nur seine Ruhe haben möchte, bekommt er auch noch neue Nachbarn, nämlich Marisol, gespielt von Mariana Trevino, die man zum Beispiel aus Overboard kennt, und Tommy, gespielt von Manuel Garcia Rulfo, müssen wohl beides mexikanische Schauspieler sein, die man zum Beispiel aus Mord im Orient Express kennt. Ja, und diese beiden haben da, und die haben natürlich alle schon einen guten Einstand, denn sie kommen auch noch nicht in ihre Parklücke rein mit ihren ja, mit ihren Anhänger und Auto und dies und das, und ja, unser Otto, der macht das mal eben mit links, schaut auch noch auf die Rückbank. Ja, und Tommy und Marisol haben auch noch zwei Kinder. Ja, super, denkt sich unser Otto. Ja, aber er ist wirklich unglücklich auch mit seinem Leben und so weiter und so fort und versucht auch immer irgendwie recht zu haben, aber der Tod seiner Frau, der sitzt doch wirklich sehr, sehr schwer. Otto versucht auch mehrere Male sich umzubringen, was aber ihm nicht gelingt, weil entweder funktioniert es nicht oder er wird immer wieder gestört und davon abgebracht. Ja, und eine Immobilienfirma macht sich in der Gegend breit und ja, möchte gerne, dass alle da so verschwinden, und auch zwei Nachbarn, mit denen er sich früher sehr gut verstanden hat, versuchten die durch Umwege ins Altersheim zu schieben, wo dann bei Otto dann jetzt wirklich das Maß einmal voll ist. Er sich hier alle Dokumente anguckt und mit einer großen Offensive, in Anführungsstriche, versucht das alles irgendwie abzuwehren. Also ich muss sagen, der Film ist echt genial. Also Tom Hanks als Schauspieler, es ist eigentlich ein Selbstläufer. Ich wüsste jetzt keinen Film, wo Tom Hanks irgendwie schlecht war. Weiß ich nicht. Tom Hanks ist einfach ein Ausnahmetalent an Schauspieler. Der ist und bleibt einfach super. Wie er diese Rolle des Ottos da verkörpert. Genial. Die Mimik, die Gestik. Genial. Also dieser Film ist wirklich, ja, er wird als Tragikomödie auch betitelt. Und genau so ist es. Es gibt sehr viele tragische Szenen. Es gibt auch immer Rückblendungen, wo dann sein jüngeres Ich zum Beispiel gezeigt wird mit seiner Frau, wie sie sich kennengelernt haben und so. Und was ich auch cool finde, da gibt es so eine Szene, wo sein jüngeres Ich da ist und im Spiegel dann sein altes Ich gezeigt wird. Sowas mag ich, sowas mag ich. Und er wird immer, und diese neuen Nachbarn, die gehen ihm eigentlich sowas von auch auf die Nerven, aber irgendwie schaffen sie es doch, irgendwie so eine Verbindung aufzubauen und dies und das und so. Aber er möchte eigentlich nur seine Ruhe haben und immer wieder kommen sie an: Hast du dies? Kannst du mir da helfen? Kannst du das machen? Und er hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr auf das Ganze. Er versucht, wie gesagt, auch mehrere Male sich umzubringen und alles und so weiter und so fort. Und ja, also ich muss sagen, dieser Film ist genial. Weil er auch genau eine richtig gute Mischung hat zwischen dieses ganze Tragische, was da in diesem Film einfach passiert, dieses ganze Tragische. Aber er hat trotzdem so viel Humor. Auch teilweise, sage ich jetzt mal, Szenen, die eigentlich gar nicht so humorvoll teilweise sind.
werden durch diese Mimik und Gesten und alles so humorvoll dargestellt, weil er wirklich so mürrisch ist und wirklich keinen Bock und auf die Leute hat und so. Echt, also, der Film muss nicht wirklich viel tun, um gut zu sein. Der Film lebt von diesen schauspielerischen Talenten, die da sind. Es sind auch nicht so viele Charaktere und alles, aber das, was der Film rüberbringen muss, das bringt er rüber. Ich finde den Film genial. Ich habe mich an manchen Stellen sowas von kaputt gelacht, weil das so genial gemacht wurde. Ey Leute, ihr müsst diesen Film sehen. Also wenn ihr Tragikomödien mögt, dann müsst ihr diesen Film tatsächlich sehen, denn der Film ist richtig lustig. Der Film macht richtig Spaß und der Film hat echt, echt verdient gesehen zu werden. Der Film ist sein Geld definitiv auch wert. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, also ich muss sagen, der Film macht mega Fun, hat auch seine tragischen Momente und ist wirklich so ein Film, wo man sagen kann, echt, also der Film hat genau das, was er braucht. Er hat super Schauspieler. Tom Hanks als Schauspieler ist sowieso Selbstläufer, klar. Auch die anderen Schauspieler passen wirklich gut zusammen. Der Film hat sehr viele humorvolle Momente, auch wenn die eigentlich, ja, mehr oder weniger eigentlich gar nicht humorvoll sein sollten, aber Tom Hanks spielt das so gut, dass das dann doch humorvoll rüberkommt. Dann natürlich dieses ganze Drumherum, diese ganze Chemie zwischen den Schauspielern, dann diese Rückblendung, wie er seine Frau kennengelernt hat und so weiter und so fort. Echt genial. Also für mich ist das, ja, wenn Tom Hanks dieses Jahr keinen weiteren Film rausbringt, könnte das für mich der Tom Hanks-Film des Jahres werden. Und generell, der Film hat wirklich genau das, was er braucht. Und ja, für den Film gebe ich uneingeschränkt 5 Sterne. Ihr müsst diesen Film sehen, wenn ihr so dieses Genre mögt. Ihr werdet euch kaputt lachen. Ihr werdet ein bisschen traurig vielleicht auch sein an manchen Stellen. Aber echt, der Film ist genauso, wie er sein sollte. Und genau das, was er sein will. Also, da gibt es nichts zu meckern. Ja, das war die Filmbewertung von Ein Mann namens Otto. Wenn euch gefällt, was ich mache, gebt mir ein Abo auf YouTube, liked meine Videos. Damit werde ich ein bisschen bekannter und kann euch dann noch besseren Content bieten. Ja, das war die Filmbewertung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.